jetzt auf der Autobahn GC1. Wir wollen ja nachher nochmal unten in Melloneras am Boulevard spazieren gehen. Wir haben uns aber gedacht, bevor wir das tun, fahren wir jetzt nochmal nach Vecindario. Und zwar dort ins Atlantico, das ist ein Einkaufszentrum. Ich muss noch eine schnelle Speicherkarte kaufen, weil das nervt total, wenn man so eine langsame Karte hat. Das dauert ewig, bevor die Daten gelesen werden. Was wir aber davor noch machen, ist für uns ein echtes Highlight. Wir haben hier eine Tankstelle gefunden vor circa anderthalb Jahren. Das ist tatsächlich hier die billigste Tankstelle. Leider kennen die nicht alle. Und immer wenn man hier Richtung Vecindario fährt, dann lohnt es sich auf jeden Fall noch mal ein Stückchen weiter zu fahren. Weil da kostet das Benzin tatsächlich, na, so, ich meine, 20 Cent weniger als hier in Maspalomas. Also für den Liter 20 Cent. Und dafür kann man auch gerne mal 3 Kilometer mehr Auto fahren, finde ich. Da fahren wir jetzt mal hin und wir zeigen euch dann auch klar, wo die Tankstelle ist, damit auch ihr die Vorteile hier genießen könnt. So, jetzt sind wir an der Ausfahrt hier Vecindario, das Centro Comercial Atlantico. Dort wollen wir ja nachher sowieso hin, um die Speicherkarte zu kaufen. Und ich möchte jetzt gleich genau wissen, wie viele extra Kilometer fahre ich eigentlich tatsächlich, um zu dieser günstigen Tankstelle zu kommen. Schatz, guckst du mal auf den Tageskilometerzähler bitte? Ja. So, 2 Ausfahrten nach dem Centro Comercial Atlantico fahrt ihr hier von der Autobahn runter. Dort hinten das Kaufhaus Conforama. An dieser Ausfahrt 25 runter von der Autobahn und ihr kommt zur billigsten Tankstelle auf Gran Canaria. Hier am Conforama. Hier dann rechts runter Richtung Arinaga. Und hier kommt jetzt eine knifflige Stelle. Hier müssen wir jetzt rechts rüber. Manchmal kommt da ein Auto von hinten, aber mit dem Schulterblick hat man das ja auch sofort erfasst. Ihr folgt einfach dieser Straße. Da hinten ist wieder der TÜV, ITV. Und dort gibt es eine Tankstelle, die haben wir jahrelang als die billige Tankstelle identifiziert, bis uns jemand gesagt hat, nee, nee. Hier ist noch eine andere Tankstelle, die ist deutlich günstiger als diese hier. Wobei die auch schon deutlich günstiger ist als die Tankstelle Maspalomas. So, und jetzt ein absolutes Highlight auf der rechten Seite. Dieses große Gebäude, das ist das Logistiklager von Aldi. In einer Woche, am 13. Juli, eröffnet Aldi seinen ersten Laden hier auf Gran Canaria, beziehungsweise sogar 2 Läden. Ne? 2 oder 3 sogar. Einen in Las Palmas und einen in Melenara, genau. Das fiel mir immer nicht ein. Hier fahrt ihr also vorbei an diesem Logistiklager. Und wir werden natürlich nächste Woche am Mittwoch, den 13. definitiv bei der Eröffnung des ersten Aldi-Marktes auf Gran Canaria dabei sein und euch erzählen und zeigen. Genau. Wir haben schon überlegt, ein Zelt aufzuschlagen und die Nacht dort vorher vor der Tür zu schlafen. Kannst du gerne machen. Ja. So, an diesem Kreisel mit dieser hässlichen Fabrik, da fahren wir dann die erste, zweite, dritte raus. So, und da drüben, da sieht man schon die Preisanzeige. €1,28 werden wir bezahlen für den Liter. Aber
stand auch 1,48. Ja, wir bekommen noch einen Rabatt hier auf der Insel von 20 Cent pro Liter. Genau. Also von dem angegebenen Preis, der dort steht, werden automatisch immer 20 Cent pro getanktem Liter abgezogen. Also liegen wir dann bei 1,28. Und ich habe eben in Maspalomas, als wir losgefahren sind, mal geguckt, da kostet der Liter 1,65, also 1,45. Das mit dem Rabatt gilt übrigens nicht nur an dieser Canary Oil Tankstelle, sondern an jeder Tankstelle auf den Kanarischen Inseln. Genau. So, und hier auf der linken Seite ist dann die Tankstelle. So, dann geht man hier hin und sagt, ich möchte bitte mit einer Kreditkarte bezahlen. Hier seht ihr 1,28, da hinten stand ja 1,48. Also das ist jetzt der Preis, den man zu zahlen hat. Wir tanken super und wir tanken voll. Und jetzt Kreditkarte. Das hat nicht geklappt. Also nochmal das Ganze. Jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Ticket wollen wir auch noch haben, wenn wir getankt haben. Und ja, so einfach ist das hier. Von 20 Cent. So, wir haben vollgetankt. Wunderbar. Warten auf das Ticket. Danke. Das natürlich auch noch zu. Fertig, vollgetankt für 1,28. Der Beweis. Genau, weil vor einiger Zeit hatte ich ein Video gepostet und geschrieben, dass wir für unter 1,30 den Liter tanken, und dann behauptete doch tatsächlich ein Mädel, das sei Quatsch und auf welchem Planet lebe ich denn eigentlich und so weiter und so fort. Und meine Antwort war, du tankst wahrscheinlich an der falschen Tankstelle. So, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück zum Atlantico, und meine Frau war ja so freundlich, auf den Tageskilometer zu gucken, hin und zurk. Der Umweg zur Tankstelle sind circa 12 Kilometer. Jetzt habe ich gerade mal ausgerechnet, wie viel wir gespart haben. Wir haben gespart 5,62 Euro gegenüber Tanken in Maspalomas. 12, 13 zusätzliche Kilometer. 5,62 Euro bei dem Preis, bei dem Literpreis 1,28 bekomme ich fast 5 Liter Benzin. Also der Umweg lohnt immer, definitiv. Dafür können wir ja auch schon ins Team on Fire gehen, da haben wir euch auch noch gar nicht mit hingenommen. Genau. Kleine Kneipe. Vielleicht sieht das Mädel, das damals geschrieben hat, ich sei auf einem anderen Planeten und könnte nicht rechnen, vielleicht sieht sie dieses Video ja und weiß dann jetzt auch Bescheid, wer nicht rechnen kann.
So, jetzt sind wir am Centro Comercial Atlantico und hier in Vecindario, das hört man bestimmt über das Mikrofon, gibt es immer Wind. Immer, immer, immer. So. Und zwar Wind in einer Stärke, ich schätze mal, dass es sich immer Minimum Windstärke 4 oder 5 hat. Ja, wie in allen Einkaufszentren hier auf Gran Canaria, auch in diesem Einkaufszentrum ausschließlich Ketten. Keine inhabergeführten Läden. Und dieser Laden jetzt hier auf der rechten Seite ist für mich ein großes Rätsel. Heute sehe ich tatsächlich zum ersten Mal in diesem Laden zwei Kunden. Sonst ist der Laden immer leer. Also da sind nie Kunden drin. Das ist mir egal. Ich möchte gerne mal zu Zara Home. Einmal zu Zara Home. Ja. Dann biege ich jetzt mal rechts ab und du gehst zu Zara Home. Wo sind wir uns? Weiß ich nicht. Irgendwo. Hier gibt es lecker Kuchen. Das können die Spanier. Kuchen machen, lecker. Der Laden da oben, Primor, das ist der Lieblingsladen meiner Frau. Da schleppt sie regelmäßig Töpfe, Tiegel, Kosmetik, Gesichtspflege und raus. Riesenladen und hat, glaube ich, auch keine Konkurrenz wie Rossmann oder DM oder so. Das gibt es hier auch nicht auf Gran Canaria. Sucht man vergeblich. So, und das ist jetzt mein Laden. Worten, sowas ähnliches wie Mediamarkt. Ich schalte mal die Kamera aus. So. Ich habe meine Speicherkarte gefunden. Meine Frau hat eine Tischdecke gefunden. Hier. Mhm. Und was ist denn das? Haben wir schon wieder Karneval? Ja, das ist Konterfei von Miss Maspalomas. Das gucken wir uns mal an. Ah, das ist also Sandra Vega Ortlieb. Miss was? Nee, Karnevalsmiss geworden. Ja. Die haben wir doch auch haben wir gesehen. Auch in dem Kleid und so, glaube ich. Ja. Ja, für mich sahen die alle gleich aus. Aber jetzt hat man von der echten Karnevalsprinzessin tatsächlich eine Puppe angefertigt. Geil, ne? Dieser Laden da drüben, 100 Montadidos, ist auch ein Phänomen. Da gibt es ein Brötchen für 1 Euro oder ein Bier für 1 Euro. Oder aber hier haben wir besonderes Angebot, Frühstück, Toast, Croissant,
Churros, das ist so Süßgebäck, Kaffee con leche, 2,20 Euro. Ja, was soll ich euch sagen? Wir waren erfolgreich im Atlantico, aber nicht ganz erfolgreich, weil wir wollten auch noch einen neuen Zauberstab für die Küche kaufen. Ja. Wie heißt das eigentlich richtig? Pürierstab. Stabmixer. Und der war angeboten von der Firma Moulinex für die Hälfte und an der Kasse hat er dann aber wieder das Doppelte gekostet. Naja, das ist sicherlich unseren nicht so guten Spanischkenntnissen geschuldet. So, wir hatten ja eigentlich vor, noch nach Milloneras zu gehen, um dort euch auch noch ein Einkaufszentrum zu zeigen. Aber ganz ehrlich, es ist schon bald 4:30, das können wir heute auch mal lassen, ne? Dann gehe ich noch mal schwimmen. Du gehst noch mal schwimmen? Mhm. Okay. Also, dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Aufgehoben ist nicht aufgehoben. Also wir werden auf jeden Fall noch mal Milloneras unsicher machen, um euch noch mal die wichtigsten Dinge dort zu zeigen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.